Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Drake Hollow. Wir haben natürlich auch beim letzten Mal den erhöhten Stärkungsslot bekommen. Den verbesserten Stärkungsslot. Wir können jetzt also gucken, was wir mitnehmen. Vielleicht mächtige Schläge. Ein 15% Nahkampfrückstoß finde ich jetzt aber nicht so geil, muss ich gestehen. Verspielter Geist, Opportunist. Opportunist hatte ich schon. Glück will ich jetzt aber auch nicht wieder mitnehmen. Munitionssammler. Oh, das finde ich jetzt vielleicht auch nicht verkehrt. Lass uns den vielleicht mitnehmen. Nehmen wir die Stärkung mit. Vielleicht können wir das auch noch verbessern. Oder ist er schon volljährig? Ne, ist noch Pubertät. Nice. Sehr schön. Jetzt haben wir 15% Chance. Also theoretisch alle 7 Schüsse kriegen wir eine Munition wieder. Oh, alle 4 Schüsse sogar. Okay, von 10 auf 25%. 15 auf 25%, oha. Gut, unsere Nahrung wird reduziert. Wir werden jetzt auf jeden Fall einen neuen Hummer-Gings bauen. Ich finde zwar das Gewächshaus schön und gut, wobei eigentlich, ja, vielleicht sollte man noch ein Gewächshaus bauen. Ja, wir bauen noch ein Gewächshaus. So. Wir müssen halt regelmäßig die Samen dann hier reinpacken. Die wir uns halt immer wieder holen müssen. Wäre schön, wenn die das machen würden. So. Wird das repariert? Ach so, weil er keinen Schlafplatz hat, kann er sich nicht erholen, ne? Verbringe etwas Zeit mit einer Dragora, um einen Teil ihrer Gesundheit wiederherzustellen. 91,285. Oha, Alter. Kann ich die Kristalle geben? Theoretisch ja. Aber du hast jetzt ein Bett, ne? Du müsstest schlafen können, hoffe ich. Du brauchst Wasser. Und Wasser gibt's hier. Dann gibt es wieder mehr Futter. Ups. So. Alle Kohlsamen drin. Leider nur 8 Stück, finde ich ein bisschen schade. Das muss nur auf 2 Pfeile gehen, oder? Bleibt echt auf einem Pfeil, ja. Joy bleiben auf 108. Wollen wir theoretisch noch einen Laufbahn und noch einen Flipper bauen, ne? Aber dafür hatten wir keine... Hatten wir letztens kein Budget mehr gehabt. Was können wir jetzt theoretisch machen? Und nicht, dass denen langweilig wird. Brauchen wir ein zweites Laufband hin. Eine Windmühle. Ach siehst du, wir haben ja neue Technologien freigeschaltet. Logisch. Schauen wir nochmal. Lagerstufe 7. Windmühle. Nutzt die Kraft des Windes, um Strom zu erzeugen. Oha. Erzeugt 10 Energie. Das ist natürlich geil. Schalten wir natürlich frei. Wichtig. Ein Holz von Disco-Boden. Bietet Unterhaltung. Oh, für einen Strom bietet es Unterhaltung. Na, nehmen wir mit. Eine Tesla-Spule. Okay, nehmen wir auch mit. Und ein Whirlpool. Energie, Wasser 2. Dafür aber, Unterhaltung. Gut, dass wir das Ding noch nicht gebaut haben. So, Unterhaltung, das brauchen wir noch nicht. Den Whirlpool auch noch nicht. Trinkwasser auch noch nicht. Verteidigung möchte ich bauen. Und zwar eine Tesla-Spule. Benötigt 4 Energie. Würde sie ganz gerne echt hier hinsetzen wollen, ne? Hier hin? Würde ich viel Energie. Müsste ich aber das Kabel komplett hier rüberziehen. Wobei, ne, die Windmühle muss ich eh noch bauen. Schau mal, Energie. Wie viel braucht die Windmühle? Steht leider nicht genau da. Bauen wir die Windmühle hier hin? So. Die Yoga-Welle müssen wir mal umsetzen, glaube ich. Ups. So. Und dann hätte ich gerne noch eine Tesla-Spule. Haben wir nicht noch mehr gehabt? Was wir bauen wollten? Reicht exakt für 100, ne? Naja, schauen wir mal.
Habe ich irgendwie noch mehr gebaut? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall zeigt jetzt 10 Strom. Das heißt, theoretisch könnte ich auch die Batterie da wegpacken. Diese hier. Weil die erzeugt einfach 10, das Dreifache. Schauen wir mal, was das Budget angeht. So, produziert 10, braucht 4, produziert 3, braucht 1. Okay, ne, die kleinen Batterien werden sinnvoller. Die sind tatsächlich sinnvoller. Einmal ein Kabel komplett hier rüberlegen. Dass die Tesla-Spule bitte beide Verteidigungen abblocken kann. Okay, ich sehe jetzt aber nicht, welchen Radius das hat, ne? Werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal dann angucken können. So, wir haben tatsächlich echt alle Dings voll, ja? Alle Betten. Gibt es noch einen, der nicht schlafen kann? Wir haben 12 Dragoras. 3, 6, 9, wir haben tatsächlich 12. Das heißt, wir müssen erstmal wieder weiter hochkommen mit unserem Lager. 150 XP brauche ich. Damit wir was bauen können. Eieiei. So. Dann wird auch ein bisschen. Ne, Joy geht runter, weil die natürlich in der Nacht nicht arbeiten. Oh Mann, oh Mann. So. Strohbesen, was ich hier alles bekommen habe schon wieder. Donnerbüchse nett. Kanupaddel, Unkrautzerstreuer. Großsam alle rüber. Let's go. Wir können weiter machen. Wir müssen nach unten, ne? Ups. Schon krass, dass man hier einfach sich überall Wegpunkte basteln kann. Wir haben 2 Bögen sogar dabei. Schlecht. Und das sicherlich auch noch wegpacken können. Wobei die es bald zerstört. Haltbarkeit von 5. Ist egal, wir haben wieder ein bisschen Platz. Ist in Ordnung, einfach geradeaus. So. Sind wahrscheinlich alle schon leer, die Inseln. Juhu! Jetzt müssen wir noch einmal darüber. Allerdings. Oh, Hallöchen. Du bist leider zu weit weg, ne? So, den sehe ich aber da oben noch. Die sehe ich auch noch. Theoretisch muss es funktionieren. Ich habe keine Wegpunkte mehr. Echt close werden. Schauen wir mal, ob wir den sehen können. Ja, easy. Der Hain ist der letzte. Der letzte Zwischenstep. Wir sind jetzt bei 24. Okay, wir hätten jetzt theoretisch die Dings mitnehmen sollen, oder? Dieses Elmsfeuer. Level 10 sind die. Oh, meine Sicht ist kaputt gegangen. So, machen wir chillig hier. Achso, will ich ja mein Dings wieder verbinden hier. Okay, kann ich noch nicht. Das kann man nicht verbinden, ne? Oh, wir müssen mal probieren. Sieht jetzt eigentlich nicht so weit weg aus, dass es nicht funktioniert. Schauen wir mal. Hessische Beißer. Ah, ist knapp gewesen.
Echt, hat er... Hat er mich gesehen? Schön beides angegriffen, ist okay. Noch eine Blaupause aus dem ganzen Ding, krasse Sache. Okay. Die Frage ist, gibt es hier irgendwo noch welche, wa? Die wir verbinden müssten. Das ist eh ziemlich weit weg. Naja, wir müssen tatsächlich da unten hin. Passt schon. Kriegen wir schon hin. So. Wäre ein bisschen weit bis da oben. Ja, da müssen wir eben den da als Stütze wieder nehmen, als Weiterleitung. Passt schon. So, wir werden jetzt versuchen, einfach mal bei der Verteidigung, wo ich die Testerspiele ganz gerne mal sehen möchte. Dass wir die einfach so machen lassen, weißt du, ohne dass ich da was machen muss. Aber dafür bin ich, glaube ich, eher so, ha, ich gehe lieber hin und schaue, dass es richtig gemacht wird. Aber wie gesagt, einige haben halt so einen toten Winkel, dafür ist jetzt natürlich die Testerspule da. Allerdings kann es auch sein, dass diese Fliegen meine Wände zerstören. Das finde ich jetzt auch nicht so geil. Batsch! Wollen wir eine Blaupause? Nice, Alter. Holy shit. Ich kann einfach Blaupause aus den Dingern raus. Das ist natürlich krass. Ich weiß auch gar nicht, wofür man diese ganzen Waffen benutzen soll. Das ist übrigens ich habe letztens schon den Vergleich zu State of Decay gebracht. Tatsächlich ist das ziemlich viele Parallelen gibt es hier in dem Spiel. Weil du auch in State of Decay so viele Waffen bekommen hast und du wusstest einfach gar nicht, wohin damit. Du wolltest sie auch nicht ausgeben, weil sie natürlich so schön sind. Ich benutze sie natürlich jetzt mittlerweile, die blauen Waffen. Aber eigentlich willst du die gar nicht nutzen. Weil sie halt so wertvoll sind. Aber du kriegst halt immer wieder welche davon, ne? Und du kriegst halt so viele, dass du gar nicht weißt, wohin damit. Na komm her, du Ding, du. Oh. Ich hätte sie da lassen sollen. Ich glaube, das explodiert, ne? Ein Schleicher Level 9. Ich bin hinter dir, mein Freundchen. Okay, man kriegt die Blaupause jetzt hinterhergeworfen. Ist ja schade. Da muss man die gar nicht suchen. Ist natürlich gut, weil wenn man auf der anderen Insel die Blaupause nicht mitgenommen hat, hätte man jetzt ein Problem. Aber das ist halt so, wenn man nicht alles erkundet, ne? Dann kann man sich halt auch nicht alles leisten. Wir haben 23 Pfeile, sehr schön. War hier noch was? Bin gespannt, ob wir dann, das wird ja dann legendäre und, also lilan und orange Items sozusagen wahrscheinlich noch geben, weil ich denke mal, wenn es vier Inseln gibt, ich denke mal die vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, dann werden wir auch bei dem nächsten Areal dann die, lilanen Gegenstände kriegen. Oh, hier ist doch noch einer. Sag ich doch. Batsch, 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 batsch. Hatten wir schon mal die Leitung? Ich weiß gar nicht genau. Wäre natürlich geil, ne? Jedes Mal wieder schöne, stärkere Waffen. Leider kommt man nicht mehr in die alten Areale zurück, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe, dass hier irgendwo eine Blaupause noch ist. Bei Blaupausen kriegt man echt gerade hinterhergeworfen. Ich habe keine Wegpunkte mehr. Komme ich denn da ran oder muss ich die vielleicht ein bisschen hier drauf bauen? Aber hier ist vielleicht besser. Mm-hmm. 83 Meter haben wir dahinter noch. Eieieiei. Mm-hmm.
Da ist noch zwei. Ah, das sind die beiden letzten. What? Okay. Alles klar. Mein Pfeil ist einfach, mein Bogen ist einfach overpowered. Leider müssen wir jetzt tatsächlich darüber, ne? 330 Meter in diese Richtung. Manifest haben wir dabei? Ja. Ich werde den Weg garantiert nicht mehr zurücklaufen. Da wird es auch kein... Da ist auch wirklich nichts außer wirklich diese eine Quest, ne? Gut, dann werden wir jetzt einmal warten, bis die das alles ins Lager gebracht haben. 268 von 607 Blaupausen. Aber so viele Blaupausen habe ich gar nicht mehr. Ja, denn die kosten jetzt alle ganz schön. Wir können es tatsächlich also nicht alles kaufen. Whirlpool werde ich mir nicht kaufen. Stufe 8 haben wir dann Metallzäune, die wir wahrscheinlich bauen. Wobei wir dann Altmetall bräuchten. 16 Altmetall und 20 Fünkchen. Sonnenkollektor? Oha, Alter. 15 Energie. Sehr umweltfreundlich mit sauberer, natürlicher Sonnenenergie. Reinwasser-Alchemisator produziert vorhin das Wasser quasi aus dem Nichts. 15 kostet eigentlich 2 Betriebskosten. Okay, hoher Metallzaun. Und Ahornbaum. Stufe 9. Wo kriegen wir denn? Stufe 10 kriegen wir den letzten Dragora-Stärkungsslot. Sehr geil. Massagebett. Eine Balliste. Eine Dragora, sie bedient. Reinigender Wassertank. Ah, was es hier noch gibt, ne? Wir sind gerade bei Stufe 7. Es gibt noch so viele geile Sachen. So, Ätherschutzzauber haben wir noch ein paar. Also, let's go. Ich sage... Okay, wir brauchen tatsächlich nur 2 wahrscheinlich, ne? Aber natürlich kommen hier Gegner. Ja, wir brauchen tatsächlich nur 2. Easy. Verseuchung Stufe 21 haben wir hier. Kein Name generiert. Ah ja. Guter Name auf jeden Fall. Ja, Leuchtstein, schön. Boah, das ganze Ding ist ja verseucht. Aber hier gibt es wirklich nur diesen einen Weg. Das ist, glaube ich, das Primäre, ne? Ich glaube, hier haben wir sonst keine Monster. Aber hier am Rand noch, ob wir irgendwo was Äthermäßiges vergessen haben. Ich glaube tatsächlich, wir müssen einfach nur hier rein, ne? Das ganze Ding ist ja auch verseucht. Ein Hoch auf den AOE-Angriff. Der versorgt, dass ich nicht alles per Hand killen muss. Ich höre zwar ständig dieses Grrrr, aber ich glaube, das sind tatsächlich keine Gegner. Oder die sind alle drin, oder? Kann auch sein. Komm ich hier rein? Würde ich theoretisch kommen. Eine Ätherstufe haben wir noch. Wo ist die denn? Da drin oder wie? Ach, da oben. Insel bereinigt. Okay. Öffnen wir die Türe. Suche nach Hinweis. Wieder der Richter. Hallöchen. Okay, jetzt muss ich wieder die Viecher killen, bevor ich ihn angreifen kann. Wo bist du denn her? Ich möchte mir gern den als letzten. Ist aber zäh, der Kleine. Nein, ich wollte ihn noch wegsnipen! Was ist das denn ernst? Du hast den Scheiß da oben gedroppt? Oh, machst mich irre, echt.
Er hat den Scheiß echt da oben gedroppt, weil er hochgeflogen ist. Ah, ich könnte irre werden. Okay, was haben wir hier? Wir sollen nach Hinweisen suchen. Eine Blaupause. Alles für die Blaupause. Ein Tweet von Sarah Hove. Neutralisierung des Spiegelsteins. Meine Ohren sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie fingen mich bei einem meiner Experimente. Deine Ohren? Die Richter. Achso. Ich kann sie kaum wiedererkennen. Jene Männer, die mein altes Leben in meiner wahren Welt so beherrschten hatten. Ich sehe, dass sie voller Hass auf mich sind, doch sie haben jegliches Sprach- und Denkvermögen verloren. So gehe ich das Risiko ein, das hier zu schreiben, da sie alle Manieren zivilisierter Männer verloren haben. Für den Fall, dass mein Wissen mit mir hier untergeht, ich meine Mission nicht erfüllen kann und in diesem Käfig sterben werde, so hoffe ich, dass wer auch immer diese Notiz finden sollte, sie nutzt, um sie zu besiegen. Meine Nachforschungen haben gezeigt, dass die Richter die Macht des Spiegelsteins nutzen, eines uralten Edelsteins, der voller magischer Energie steckt. Ich habe in meinem alten Heim weit im Westen von hier einen Samen versteckt. Dieser Samen ist der Schlüssel zum Sieg über sie, denn er besitzt die Macht, den Spiegelstein zu neutralisieren. Finde ihn, so schnell du kannst. Na, das stört mich jetzt tatsächlich, dass wir da nicht rankommen. Ach, verdammt. Okay. Komme ich hier wieder runter irgendwie? Ach, guck mal hier, mein Dachboden. Nee, doch nicht. Tja. Das ist ja wirklich furchtbar. Ah, ich werd irre, ey, wirklich. Na gut, ist die Steine nicht wert. Mal bin ich meinen Wegpunkt wieder mit. Ah, ist das nervig. Ich sag, wir brauchen so ein Pad, was einfach die Sachen hier aufsammelt, die gedroppt werden. Ah, es sind zwei Leuchtsteinansammlungen und zwei Kristalle. Ist jetzt tatsächlich nicht so, wo ich sage, okay. Wir kriegen das auch nicht mit gesammelt, oder? Ups. Na, komme ich auch nicht ran. Alles klar. Besuche Madame Katz. Wir haben die Insel geklärt. Meine Gewächshäuser haben schon wieder keinen Namen generiert. Ja, es sind leider noch Gegenstände vorhanden, aber gut, ist halt so. Meine Gewächshäuser haben keine Samen mehr inne. Müssen wir die gleich mal wieder nachhauen. So, ups. Nicht die Wegpunkte einlagern. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch noch einige Wegpunkte drin. Das kann auch. Kann natürlich auch sein, ne? Müssen wir gucken. Hier. Hat er mir doch alle Wegpunkte aus der alten Welt nachgegeben, ja? Sehr nice. Okay. Das habe ich gar nicht dran gedacht. Das Spiel ist unglaublich gut. Es ist so unglaublich spielerfreundlich. Wahnsinn. Das ist ein mächtiges Wissen. Das ist mächtiges Wissen. Ein Weg, dieses Land von den Richtern zu befreien. Wir müssen das mit Bedacht nutzen. Finde Billy Buckenbord, das Orakel der Düsterwelt. Er ist ein aufgeblasener Wichtigtor der übelsten Sorte. Aber wie ein blindes Huhn findest auch er mal ein Korn. Zumindest meint er es nicht böse. Manchmal reicht das schon aus. Nur noch los mit dir, mein Kind. Allerhöchste Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Viel Glück und pass auf dich auf. Es hängt sehr viel von diesen Zeiten ab. Reise zu Billy Buckenbart. Ach so, jetzt sind wir schon wieder durch, ne? Das war wieder die Mission. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Inseln tatsächlich. Sehr nice. Überfall ist in 10 Minuten. Das reicht noch. Wir laufen jetzt nämlich diesen Weg hier lang. Hier müssen wir nämlich die Insel noch clearen. Wir müssen also tatsächlich nicht mal die Dinger kaputt machen. Die kriegen wir automatisch nach.
Sehr, sehr geil. Ach, dieses Spiel ist so. Die Spiel ist so freundlich. Na, umdrehen. Danke. Die Spiel ist so wirklich so unglaublich freundlich, ist das. So. Dann klären wir diese Ebene weiter hier. Zwei Ätherstufen gleichzeitig weg. Ihr hessischen Dreckshunde. Oh, was haben wir denn da? Achso, das sind die Züge. Ich dachte, das wäre eine Mauer gewesen. Tschu. Oh. Tschu. Das ist eine Mauer von einer Festung, weißt du? Tiny Überfall werden wir tatsächlich erst in der nächsten Folge mitbekommen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht zurücklaufen, tatsächlich. Ich glaube, wir bleiben jetzt einfach hier. Und hoffen einfach. Wir sehen ja die Monster, dass sie weniger werden. Wenn es wirklich nicht weniger werden sollte, dann werden wir zurücklaufen. Mal gucken. Oder ob ich mich doch nicht dazu hinreißen lasse, die Verteidigung das zu übernehmen, sondern selber noch mitmachen. Mal schauen. Erst einmal haben wir noch ein paar Items zu looten. Ich glaube, das Auto kann man nicht komplett mitnehmen, ne? Oh doch, das schon. Hier liegt noch was. Ein Trinkpäckchen? Ein Quarzsplitter 1. Wo sind die? Hier sind doch so viele angeblich. Ich glaube, der schießt auch nur, wenn er ein Ziel vor sich hat, ne? Okay, der Pfeil kommt nicht mehr runter. Er schießt doch nicht nur, wenn er ein Ziel vor sich hat. Aua. Level 10 schon wieder, meine Güte. Das geht ja sowas von schnell. Tatsächlich geht das ziemlich fix. Dafür, dass es am Anfang so lange gedauert hat. Okay, das ist jetzt echt flotti Karotti. Ding, ding. Das haben wir noch. Wunderschön. Neue Samen. Neue Fluchbeeren, die wir theoretisch alle verkaufen könnten. So, dann gehen wir noch dahin. Lass uns hier rüber, ne? Wo ist denn das Ding? Da oben ist es. Ah, da ist es. Könnten wir theoretisch sogar darüber nutzen, ne? Zack, rüber geht's. Ah, Level 10. Dürfen wir nicht vergessen, das gleich noch zu nutzen. Der Witwenpunkt. Ob ich das da oben hinkriege, bestimmt, oder? Dass ich meinen Wegpunkt da oben hinsetze, weißt du? Ah, wird knapp werden, würde ich behaupten. Also eigentlich schon. Krass, gerade so, aber das war wirklich super knapp. So, dann lass uns mal unseren Pfeil hier zurückholen, der irgendwo hier im Boden liegt. Wo muss er noch hier? Es liegt da. Mein kleines Pfeilchen, was ich weggeschossen habe. Wir sind schon bei 30 Minuten, ist ja voll nervig. Wie schnell die Zeit vergeht. Ey, Pfeile haben wir noch. Wir haben gerade irgendwo im Pfeil wieder zurückbekommen. Ach, guck mal, da haben wir gar schon einen. Kann ich den verbinden? Oder sehe ich das nicht? Das müsste ich sehen. Wenn die Bäume nicht im Weg wären, würde ich sehen. Da. Was. Bäume stören also überhaupt nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir da einen Hund? Den mag ich nicht.
Krasse Defense, die Gegner. Und heilen sich extrem. Heieiei. Okay, Leute. Wie gesagt, wir sind leider am Ende der Folge angekommen. Wir machen kurz eine Pause. Und in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall, ich werde jetzt auch kurz eine Aufnahmepause machen, sehen wir uns dann wieder. Danke. Alles klar, Leute. Na dann, bis zum nächsten Mal bei Drake Hollow. Haut rein. Ciao, ciao.